Recht herzlich willkommen zur 193. Folge von Simotrans. Ich mache mal dieses Schiff hier gerade auf, das hat aber Südfrüchte. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht das Schiff mit dem Getreide, aber das ist wohl doch noch unterwegs, oder? Aber schaue da, da kommen Getreideschiffe, oder? Genau so ist es. Und dann auch noch zwei von der Sorte. Und die haben 500 Tonnen Gerste. Beide, das heißt, die Zahl ändert sich wiederum nicht, weil wir... Die werden wahrscheinlich wieder beide voll auch wieder wegfahren, ne? Das ist ja auch klar. Während die Gerste in Döbeln dann fast bei Null liegt, oder? Wir machen mal gerade kurz schneller, bis die beiden da weg sind. Ja, 76, der eine hat 500 da reingehauen und der andere hat Gerste und... So, die Gerste ist jetzt... Also das ist jetzt auch ausgetauscht sozusagen, ne? So, das wird immer hin und her gebracht, schön. Passt. Jetzt ist nur die Frage, die Zahl ändert sich ja nicht. Keine Ahnung, wann da das Richtige unterwegs ist, ne? Das müssen wir dann mal gucken. Wir müssten, also wir wissen ja schon mal, dass hier der Umschlagplatz ist und wir müssten eigentlich jetzt nach unten gucken. Südostwald. Da sind noch 2227. Wo fährt der dahin? Über Döbeln-Waldweghafen und er fährt er zum Dingens, ist klar. Also der LKW bringt das gleiche weg, wie da hier der Dingens wegbringt, aber da ist doch bestimmt nur ein Fahrzeug drauf, vielleicht zwei, ja. Ich glaube, die beliefern ja im Endeffekt das gleiche wie der andere auch, ne? Wie die Züge auch. Und beide ist auch noch was drin. Ich glaube, das können wir aber dann hier abschaffen. Aber wir haben gerade den 1. Januar gehabt, also deswegen haben die hier rote Zahlen. Palettenstückgut werden da immer noch gefahren. Ne, werden da nicht gefahren, so. Über Döbeln-Waldweghafen, über Döbeln-Waldweghafen, ja, das wird alles da abgeholt. Der steckt fest, fährt aber jetzt schon wieder. Alles gut also. Ist die Frage, ja. Lass mal gerade schneller laufen kurz. Ja, jetzt fahren die beide hier schwarze Zahlen auch. Sollen die da weiterfahren oder nicht, wäre die Frage. Lasse weiterfahren, sie fahren sowieso plus ein, oder? Da kommen sie jetzt beide. Und machen plus, das ist alles gut. Lass die fahren. So, 2100. Ist die Frage, wann das hier alle ist, ne? 1900. 2,2, 2,3, 2,4, 2,2, 1,9, 2,3, 2,2. Ja, das hält sich hier die Waage, weil da immer welche kommen, die das auch abholen, ne? Also hier passt es ja von der Menge der... Sag schon. Getreidegeschichte, nur die 6417 Paletten, wo gehen die hin? Also der bringt ja jetzt welche, oder? Ja. Und fährt aber ohne weg. Das heißt, es muss ja hier noch jemand geben, der die Paletten holt. Dabei ist doch keiner, oder? Ah, er macht das, oder? Nee, da ist ein Brückenpfeiler da. Die Südfrüchte werden hier gar nicht abgeholt, oder wie sehe ich das? Aber... Die sind unterwegs.
Döbeln, Südostwald, Döbeln, Stadt. Die machen auch Getreide. Und die? Da habe ich jetzt was Falsches angeklickt. Warum? Oder, ach so, dass die Paletten werden da, nee. Die Paletten werden da schon hingebracht, ne? Das war ja, die werden da hingebracht, genau. Und wer holt sie ab? Wer holt die Paletten hier ab? Das ist ja die Fabrik. Ach, Stückgut. Aha. Da gibt's eine direkte Verbindung. Nee, das kann's ja auch nicht sein. Hä, da komme ich jetzt nicht hinter. Warte mal, das ist jetzt Döbeln, Südostwald, Döbeln, Stadt. Das sind die beiden LKWs. Die transportieren definitiv nur landwirtschaftliche Produkte, also keine Paletten, oder? Nein. Also kann man die beiden schon mal ausschließen. So, jetzt haben wir hier die Gerste-Mühle. Diese drei Züge. Wo ist denn die jetzt? Ach da, der hat definitiv Paletten dran, während der keine hat. Aha, er fährt die Paletten nur. Das bedeutet, dann ist das geklärt. Wie viele Paletten hatten wir hier? Das sind aber zu viele, ne? Er hat hier drei Waggons und die anderen, die bringen auch wenigstens drei Waggons, ne, oder? Ja. Das heißt, wir brauchen noch einen neuen Zug, der da drauf fährt. Nur mit Paletten. Weil er holt hier ab. Ja. Das bedeutet, hier muss noch ein Zug drauf. Wenn ich die landwirtschaftlichen Güter jetzt aufrüste, funktioniert das glaube ich nicht, dann. Und wir können das ja anders machen. Wir können das ja so machen, dass wir hier erstmal eine Lok rausholen. Wie war denn hier die effektivste jetzt diese? 1,76, 4,30. Ne, ich glaube, wir nehmen diese, ne? Und hängen da ein paar Waggons dran, ne? Wir machen mal Gerste. Das war der, ne? Machen wir mal einen davon. Und die Paletten. Das ist doch hier Paletten, ne? Ja. 20. Der hier war auch, glaub, das meiste. Machen wir mal 5. Und dann kommt der auf die Strecke Gerstemühle Getreidehof dahin und startet. Und kommt gleich hier irgendwann raus. Hat aber noch keine freie Fahrt. Oder? Ne, ich glaube nicht. Darf immer noch nicht. Darf immer noch nicht. Aber jetzt, oder? Wie, der hat auch noch Vorrang? Haben wir was verpasst? Haben wir nicht Start gedrückt? Doch, da ist er. So, er fährt jetzt da hinten hin.
so, das ist auch ein Bahnsteig, okay. Jetzt hat er hier Paletten ein Stück gut geladen, das ist schon mal schön. Bringt Mehl von hier aus weg oder was? Dann stelle ich mir die Frage, ob da überhaupt Mehl noch weggeholt wird. Okay, schauen wir mal. Machen wir schneller. So, der entlädt jetzt und kriegt landwirtschaftliche Güter mit, oder wie ist das? Gar nichts kriegt er mit. So, was gibt's hier? Gucken wir mal. Gar nichts gerade, oder wie sehe ich das? So, packt an, kriegt hier auch noch nichts mit und fährt weiter. Da kriegt er alles mit und hier gibt es auch nichts dann. Der ist ja durchgefahren. Wieder nichts. Nix. Und nur da. Aber fährt schwarze Zahlen. Lohnt sich also. Ziemlich egal. So, da oben sind 7200, 7300, 73, 74, 71. Der braucht viel zu lange. Da oben 73, 74. 7,5. Hier müssen wir die Strecke besser ausbauen. Das funktioniert so nicht. Der steht zu viel überall rum, ne? Wie ist hier unten? Ja. Dann müssen wir da mal das Tool anstrengen. Die Schräge und das oben. Und dann kommen da Gleise hin. Machen wir so, ne? Und er kriegt hier noch ein Signal. Und der kriegt da noch ein Signal. Dann passt das schon. Und hier müssen wir das gleiche noch machen. Dann machen wir den absenken. Dann passt das. Das 160er Gleise. Ich glaube, es sind 160er Gleise. Ne? So ist gut. Noch Signale. Passt. Das da unten auch dreimal gemacht, weiß ich gar nicht. Ja, habe ich. Gut, dann ist das ganze Stück bis dahin erstmal zweigleisig. Nur da knubbelt es sich. So, dann schauen wir den nochmal an. Der fährt noch schön daher. Und gucken wir. Wieder nix. Voll geladen, aber schon mit 7000. Geld, also voll geladen ist er nicht, ne? Jetzt ist er vollgeladen und ich glaube, jetzt fährt er auch ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir mal gucken. 7,5 ist da oben. Sieben, sechs. Irgendwer anders hat auch gerade eben noch was mitgenommen. Ach so, die Lok davor. 7,7 hat man eben als höchsten Wert, ne? Sieben, fünf, sieben, drei. Sieben, fünf. Sieben, vier, sieben, zwei. Es wird jetzt weniger. Sieben, vier. Sieben, fünf.
76, 75, 74. Ich glaube, kommt ein bisschen drauf an, wie da die Personenzüge dazwischen funken auf der elektrifizierten Strecke, ne? 75 ist immer noch. 74. 72. Okay, ich glaube, das ist roundabout passend. Sieben vier, sieben fünf, sieben vier, sieben drei. Ja, das kommt ungefähr hin. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. So, das langsam, das aus. Dann können wir, da die ja sowieso Plus macht, in Ruhe weglegen. Und hier ist alles okay erst noch. Können wir so lassen. Jetzt ist jetzt hier an dem Bahnhof, da muss ja Mehl ohne Ende liegen, oder? Nee, liegt nicht. 1925. Jetzt ist die Frage, wer nimmt das Mehl da mit? Aber es bringt doch keiner Gerste dahin, oder wie? Ah doch, Mehl ist jetzt gerade... Die produzieren schon gar nicht mehr. Weil kein Mehl abgeholt wird wahrscheinlich. Ja, denke ich mal. Also hier steht, das liegt brach wahrscheinlich. Ja, das ist alles da, aber es passiert hier nichts. Wo geht das hin, ist die Frage. Bäckerei ist da oben. Das bedeutet, die Bäckerei müsste ja eigentlich auch schon kein Mehl mehr haben, ne, oder? Ja, null. Das bedeutet, wir müssen da noch einen Zug da unten hinschmeißen, der das Mehl wieder verbringt. Zack. Paletten sind das, naja. 5. Und das ist hier Mühle Betriebshof Döbeln. Jetzt die Frage, ob es hier eine Linie gibt. Das sind die, die ich jetzt schon ausgewählt habe. Und wer ist das hier? Das sind LKWs, okay. Die fahren alle rote Zahlen. Ist die Frage überhaupt, ne, ob das Sinn macht hier. Die kommt von hier unten. Ja, dann passt das ja. Getreide, Mühle. Der Zubringer. Wo bringt der es denn zu? Nach da, oder was? Und... Das ist da. Okay. Und das ist da. Das ist ja genau das, was ich eigentlich brauche dann, oder? Der Zubringer muss die Paletten machen. Ist nur die Frage, die fahren gar nichts durch die Gegend, oder wie sehe ich das? Wie heißt das? Getreidezugzubringer. Starten wir die Nummer. Und der hat von da nach da doch 19 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Okay. Das bedeutet dann doch, dass da... Der ist jetzt neu.
definitiv was zu viel fährt. Haben wir denn einen Lern? Ja. Zum Depot. Der kann weg. So, er hat die vollen Paletten jetzt da mitgekriegt. Die dürfte jetzt die Produktion wieder anlaufen, ne? Sieht so aus. Das bedeutet ja, dass diese Züge hier besser beides haben, Paletten und Waggons. Dann würde ich sagen, hauen wir den auch ins Depot. Und einer reicht. So, der kann zu. Und der kann ausgemustert werden. Nee. Lass mal so, wie es ist erstmal. Und dann kommt der zweite gleich auch noch da rein. Und der kann auch ausgemustert werden. So, dann sind nur noch die beiden da drauf. Der untere fährt schon plus. Ja, und der obere fährt da gerade rein und kriegt 185 von 468. Jetzt ist er dann der einzige, der da liefert. Vielleicht wird es dadurch jetzt besser. Er ist ja fast halb voll. Fast. 211, ja, okay. Jetzt baut es dann natürlich wahrscheinlich wieder auf, ne? Ne, 192 ist weniger wie 211, dann geht's. 211, okay. Und beim nächsten Mal 192. Ah, 166. Die Versorgung nicht geklappt wahrscheinlich. Eigentlich müssen wir den zum Depot schicken und umrüsten. Machen wir auch. Zack. Zack. Der kriegt jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, das lassen wir mal so. 89 von 100, wenn er geladen ist, sonst fährt er 100. Ja, komm, ein weniger. Und du kriegst noch einen Waggon da dran. Dann passt das schon. Aber warte mal, die werden nie voll geladen sein, oder? Doch, starte erstmal. Doch, die bringen das ja auch noch dahin, die Paletten, ne? 31 Paletten ein Stück gut geladen. Zwei, vier, fünf, ne, passt, aber gab's da nicht mehr? War da nicht ein Zug, wer, der da mehr bringen konnte? Warte mal, hab ich jetzt einen falschen Waggon dranhängen? Oder falsche Waggons? 31 Paletten? Ne. Ne, 91 war schon das Maximum, passt schon. Ja, der hat jetzt das passend dabei, ne? 208 ist er vollgeladen. Jetzt haben wir diesen hier nur. Den fahren wir jetzt zum Depot. Und ändern da auch noch was. Das kann zu. Er ist gleich da. Dann kriegt er noch ein Getreide da dran, ne? So. Waggon. Hm.
das Weizen da. So, da ist der passende Anhänger. Zwei gehen, ne? Fährt auch noch 100. Lassen wir laufen. So, auf ein neues. Jetzt hat er landwirtschaftliche Güter und er. Der ist langsamer, ne? Aber er ist schon voll. Jetzt müsste er auch noch voll werden. Sehen wir ja, wenn wir hier drauf gehen, ne? 110, ne? Kriegt er nicht. Naja, der fährt jetzt trotzdem mit 100 da lang, ne, oder? Mal die vorderen Waggons, ne, sind nicht voll, sind alle leer, okay. Sind ja alle voll, ne? Außer da unten, aber er schafft die 100. Eigentlich sollte er die 100 schaffen. Ja, da sind sie auf jeden Fall. Gut. Soll soweit funktionieren. Er hat aber noch 55.000 Miese, die er vor sich her schiebt. Müssen wir mal gucken, ne? Hier sind 45 Tonnen Gerste, aber die Paletten sind noch das meiste. Auf jeden Fall produzieren wir jetzt hier wieder was. Ich glaube, wir machen das gleich zum Depot, wenn er leer ist. Weil der kann nochmal hier landwirtschaftliche Güter ein weniger haben. Und da machen wir ein weniger von. Und ja. Von den Paletten machen wir ein mehr. Das sieht gut aus. Und starte mal wieder. Ist er da gerade rausgekommen? Ja, ne? So, das war hier unten. Er hat die 156 und er hat 10 von 104, kommt aber gerade wieder. Wieso hat er landwirtschaftliche Güter auf dem Rückweg? Hm. Keiner weiß genaues. So, jetzt hat er 48. Und die Paletten werden jetzt weniger, ne? Das rechnet sich irgendwann nicht mehr hier. Also er hatte jetzt mehr Paletten und weniger Gerste. Das ist jetzt die schwierige Frage, wie es wird. Der ist leer, der nimmt aber schon wieder 10 mit hier. Ist der zu lang? Kann das sein? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, da ist er nicht zu lang. 1962. Er kriegt jetzt gar keine landwirtschaftlichen Güter mehr, weil er nur 19 hat. Und hier ist jetzt die Zulieferung wahrscheinlich nicht da, oder? Doch. Die produzieren jetzt so langsam das Mehl. Hm. Könnte tendenziell dazu neigen, dass der eine Zug gleich weg kann. Diese hier bleibt. Warte mal, ist es so, dass hier überhaupt, da liegt ja auch gar nichts. Warum sollte hier auch was liegen, oder? Ach so, die LKWs liefern das ja an, genau. Die sind zu lahmarschig hier, oder?
müssen wir nochmal den Bahnhof haben. Er hat jetzt gerade abgeliefert, siehst du, die 19 Tonnen kommen per LKW. Die hier unten sind das Problem, die sind zu langsam. Müssen wir mal gucken, was da unten auf dem Hof hier so liegt. Die haben 68 Tonnen. Und die haben ja reichlich, ne? Ich glaube, wir müssen dann gucken, welcher LKW hier fährt. Und Getreidedümmeln, das ist dann die Strecke, wo noch ein Wagen drauf muss, ne? Sind natürlich schon ein paar, ne? Aber vielleicht sollten wir da auch mal gucken, dieser hier zum Beispiel. Der ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Aber um diesen Getreidehof kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ein Video hochgeladen wird. Ja, und dann haben wir noch Kommentare, die könnt ihr schreiben. Wenn euch was aufgefallen ist, was Sache ist, dann schreibt's rein. Wenn ihr Tipps habt, gerne. Und ja, sonst gerne auch andere Gespräche. Wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss.